Warum kam die letzte Woche kein Video? Leute, ich war krank und bin immer noch nicht ganz fit. Spaß beiseite, ich hatte leider kein Placement für. Da ich mich etwas auskurieren wollte, habe ich dieses Mal von meinem Team und auch von euch als Community Clips raussuchen lassen, bei denen ihr sagt, das ist der Content, den wir im Video sehen wollen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was rausgesucht wurde. Es gibt nichts Geileres, als einen Typen zu haben, der einen Fußfetisch hat, weil die wissen einfach genau, wie sie die richtigen Stellen verwöhnen dürfen. Ach Leute, das ist einfach nicht euer Ernst, dass die Nummer so losgeht hier. So Schatz, ich muss los. Hast du meinen Schlüssel gesehen? Meinst du die hier? Ja. Gib mir die mal bitte. Noch wenn du mich jetzt hier noch schnell durchfahre. Jungs, ich hab keinen Bock mehr. Schatz, wo sind meine Schlüssel? Du meinst die hier? Selten sowas Gutes gesehen. Ich habe halt mal jemanden gedatet, der kein Deutsch gesprochen hat. Und wenn er sagt Babe oder das schreibt, finde ich das irgendwie nice. Wenn mir ein Deutscher sagt Babe, finde ich das weird. Checkst du? Nee, check ich nicht. Ich finde es aber krass, wie sie so durch die Blume darauf anspielen will, dass sie nicht nur deutsche Typen, sondern auch International Guys am Daten ist. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem Clip, den wir hoffentlich alle checken. He want my number, had to hit him with the fantasizing, got him feeling for this. Bro, was ist heute mit dem Content los? Wenn Sascha dieses Video wieder sieht, der wird in seinem Streaming-Raum sitzen, sein Headset auf, dann wird erstmal die Wer wird Millionär-Umfrage kommen, welches Takt denn heute wohl wieder gewählt wurde. C. Und dann wird er so drin sitzen. Leute. Das kann nicht Lazio sein Ernst sein. Selbst ich denke mir gerade ja schon, was mit den Clips heute los ist. Das Thema Dating kann auf diesem Kanal leider nie zu kurz kommen. Weil immer wieder kommen Fragen in den Kommentaren auf. Wie schaffe ich es, beim Date oder beim Ansprechen mich richtig zu verhalten? Die Frage ist bei mir noch nie aufgetaucht. Egal, lass uns trotzdem so tun, als wäre es so. Und dann habe ich neulich ein Video gesehen, wo ich dachte, ja, genau so sollte man sich verhalten. So ein bisschen vorrappen für mich. Danke, willst du uns das vorrappen, Jack O'Dre? Okay. Es muss schon über mich sein. Also da. Ja, ja. Okay. Ja, also muss das Freestyle sein? Ja. Ich habe eine Baddie kennengelernt, sie ist India. Und weißt du, was ich mit dir mache? Was? Dach. India, warum machst du deinen Ballon platzen lassen? Weil er heute nicht das machen wird, sondern das machen wird. Gut, die Nummer hat jetzt vielleicht. Die Nummer hat nicht ganz hingehauen, so wie das vielleicht im Manuskript stand. Aber es gibt ja immer, sag ich mal, Zeit und Raum zum Freestylen, um das Ruder rumzureißen, ja? Und wie er das jetzt handelt, ist tatsächlich geisteskrank. I don't give a fuck. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Was? Nein. Okay, was sind deine letzten Worte? Ich wollte eh nichts von euch so. Ihr seid eh alle nicht mein Typ. Been there, done that. Been there, done that. Ja! Ich kann euch eine Sache callen. Das ist ja schon sehr, sehr interessant. Aber kennt ihr noch die Prank Bros? Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Calvin. Wusstet ihr, wie Calvin von den Prank Bros mittlerweile aussieht? Jo, Freunde, was geht ab? Erster Vlog. Was bist du? Boom! Holy shit, Alter! Calvin, die Maschine einfach! Ich glaube, das kam nur dadurch zustande, dass er von einem Supplement-Hersteller Produkte bezieht, die in Mehltüten ausgeliefert werden. Aber auch ich habe jetzt wieder Bock auf geile Sorten. Respekt für diese Form, heftiger Typ. Kommen wir nun zu den Sachen, die ihr eingesendet habt. Ich schaue mir mal den nächsten Clip an, okay? Was haltet ihr von Rassismus? Finden wir sehr cool. Meinung zum Mobbing auch cool. Da kann ich mich nur anschließen. Hey, denke mal dran. Mit Geduld und Spucke bekommst du alles rein. Ich meinte hin. Oh, Digga, was ist mit der Episode los, Junge? Ey, Digga. Sascha? Schalte das Video bitte jetzt ab. Falls du nicht weißt, wie man Kaviar isst, liegt das vielleicht daran, weil du nicht genug Geld verdienst, aber ich zeig's dir jetzt. Schmeckt nach Reichtum. Sehr sympathischer und bodenständiger Auftritt. Ich glaube, der Typ hat, als er das Video hochgeladen hat, sein Gehirn einfach kurzerhand abgeschaltet, wie ich bei jedem InScore21 Upload. Bin there, done that. Danke, dass ich jetzt weiß, wie man Kaviar isst. Da muss ich mich allerdings fragen, warum er so eine günstige Uhr trägt.
Falls meine Frisur gerade irgendwie anders aussieht, check mal den Bildschirm zu Hause. Da stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Daniel und ich, wir sind echt gute Freunde. So, jetzt mal no front. Was? So, generell, wir sind gute Freunde und deswegen, Daniel ist mein Bro. Es ist immer toll mit Daniel. Bitte macht's nicht das weird. Ist mein Bro. Also ich schicke immer an meine Freunde mit diese Snaps, die ich an meinen Crush schicke, ne? Und Daniel ist einfach mit dabei. Es wäre, glaube ich, ohne Spaß einfach angenehmer für Daniel gewesen, wenn du ihn einfach als bezeichnet hättest. Ich hab schon wieder Bock auf einen Klapp. Digga, wieso kann ich nicht so sein wie Calvin? Danke nochmal, Gina, dass du darauf hingewiesen hast, dass du was mit Dani am Laufen hast. Hätte ich nicht gedacht. Ganz kurz, wenn Calvin so heftig am Aufdelivern ist aktuell, was macht denn eigentlich Marvin? Bist du nicht Marvin von dem Frank-Bro? Ja. Was machst du hier? Ach so, na dann! Ey, ist das schon wieder geil, Digga. Breaking News. Meditieren, Sport machen, genügend schlafen. Ja. Fühl ich. Ja, 100%. Gut gesund zu essen, an der frischen Luft zu... Ohne Spaß, mich selber schon übelst auf 1000 hier. ...sein, in die Natur zu... Jetzt weiß ich wieder. Sorry, nochmal ganz kurz wegen der Message. Was hast du gesagt? Wir heiraten in anderthalb Monaten bei McDonald's. Wir haben nämlich eine komplette Hochzeit bei McDonald's gewonnen. Eine freie Trauung im Außenbereich. Alle Dienstleister, die man so braucht, gibt es auch dazu vom freien Trauredner. Sorry, Handy vergessen.